Ey, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ari. Zusammen sind wir Legendary Affairs. Wir haben eine neue Folge von Film Geek. Fakten. Ha, nein, jetzt sind die fette Filme. Werden wir jetzt fett oder richtig dünn? Alt. Du bist schon alt. Und wir beginnen direkt mit dem Film Ariel, die Meerjungfrau. Ja, da gab es ja diese ganzen Lebewesen unter Wasser, die dann auch ab und zu mal atmen und sprechen mussten und das hat dann Luftblasen freigesetzt. Ja, was jetzt krasses an der Sache ist, dass die Regisseure darauf bestanden, dass jede einzelne verfluchte Luftblase einzeln gezeichnet wird und nicht kopiert wird. Das heißt, es wurden einfach über 1 Million individuelle Luftblasen von Hand gezeichnet. Hatte der Regisseur vielleicht einfach Beef mit dem neuen Animateur und wollte, dass er richtig viel Drecksarbeit zu tun hat? Tja, vielen Dank, dass sie mich bei Disney angenommen haben. Endlich kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Genau das brauchen wir hier. Ach ja, und wir brauchen übrigens 1 Million individuell gezeichnete Luftblasen. Also, falls du das erstmal machen könntest, wäre ziemlich cool. Erinnert ihr euch noch an den Film Jungfrau 40 männlich sucht? Falls ihr ihn nicht gesehen habt, das Typ, er ist eine Jungfrau und 40 und männlich. Und der sucht. Auf jeden Fall gab es eine Szene, bei der seine Brust entharrt wurde. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Szene war 100%ig echt. Sogar seine Nippel wurden wirklich entharrt. Der Grund dafür war, dass Steve Carell das so wollte, weil das sonst nicht so lustig rübergekommen wäre. Und kleiner Fakt am Rande, die Frau, die das gemacht hat, hat das vorher noch nie gemacht und hat auch behauptet, dass sie es vorher schon mal gemacht hat und hat Nippel gewachst. Das ist gefährlich. Die können abgehen. Das ist kein Witz. Also, das ist wirklich kein Witz. Wusstest du das, wenn man Nippel wachst, können die abgehen? Das ist mir nur 2-mal passiert, aber ich wusste das nicht. Wer erinnert sich nicht an Tom Hanks auf der verschollenen Insel in dem Film Verschollen? Da Tom Hanks irgendwann so einsam auf dieser Insel war, bastelte er sich aus einem Volleyball seinen Kumpel Wilson. Ja, und wenn man so einen Kumpel hat, dann tauscht man sich auch mal mit ihm aus und erzählt von seinen Tageserlebnissen und seinen Sorgen und das Übliche eben. Was jetzt ziemlich cool ist, ist, dass die Macher des Filmes tatsächlich auch Dialogzeilen für Wilson geschrieben haben, damit es Tom Hanks leichter fällt, sich mit ihm auszutauschen. Ich frage mich echt, was Wilson immer geantwortet hat. Das würde mich echt sehr interessieren. Wie haben die das eigentlich gemacht? Saß da irgendwer immer neben Wilson und hat für ihn geredet? Hat er eine Vormundschaft für Wilson oder dieses Geheimnis wird wohl Tom Hanks mit in den Grab nehmen? In Der Exorzist gibt es eine Szene, in der das Mädchen anfängt, wie eine Besessene zu kotzen. Und oft wurde darüber spekuliert, was denn genau eigentlich das war. Ich meine, die haben ja keine richtige Kotze verwendet, hoffe ich. Aber tatsächlich war das einfach nur Erbsensuppe. Andersons Erbsensuppe aus der Dose, um genau zu sein. Jetzt frage ich mich aber, wie diese Nachricht für den Koch der Suppe gewesen sein muss. Meine Suppe landet in einem Film? Aber ich meine, das ist ein riesiger Augenblick für mich! Ja, also, ja schon, aber die Suppe ist, nicht Suppe. Aber wofür sollte denn sonst meine Herzenskreation, wofür ich mein ganzes Leben geschuftet habe, benutzt werden? Kotze, was? Kommen wir zum nächsten Fakt, aus dem Film, beziehungsweise aus dem Roman Twilight. Um Erfolg zu haben, ist es sehr wichtig, an sich selbst zu glauben und sich nicht von Leuten runtermachen zu lassen, die der Meinung sind, dass man es sowieso zu nichts bringt. So tat es auch die Autorin der Twilight-Romane, Stephenie Meyer. Sie wurde von 14 Verlagen abgelehnt, bis der 15. sie aufgenommen hat. Tja, und nun ist es eines der erfolgreichsten Romane und hat es sogar bis auf 5 Filme gebracht, die super populär geworden sind. Wusstet ihr eigentlich, dass die Synchronisation eines Kinofilms im Schnitt ca. 40.000 bis 50.000 Euro kostet? Es gibt natürlich viele Faktoren, die diesen Preis bestimmen können. So kann ein Kinofilm zum Beispiel auch nur 15.000 Euro oder halt auch 100.000 Euro kosten. Aber im Schnitt ist das ungefähr das, was das kostet. Ist dann eigentlich schon krass, wenn man darüber nachdenkt, dass so gut wie jeder amerikanische Film ins Deutsche übersetzt wird und auch relativ gut. Also nicht relativ, sehr, sehr gut. Entschuldigung. Ich meine natürlich, sehr gut wird das gemacht. In anderen Ländern ist das nämlich nicht ganz so selbstverständlich. Zum Beispiel habt ihr schon mal polnische Synchronisation gesehen, da ist wortwörtlich nur ein Typ, der die ganze Zeit redet. Egal, ob die Person weiblich oder männlich ist. Kriegt der dann auch 50.000 Euro? Tschüss. Dann wäre es einfach so der bestbezahlteste Job. Okay, wir wissen alle, dass die chinesische Regierung ein bisschen durchgeknallt ist. Ein bisschen sehr krass mega durchgeknallt ist. Aber was jetzt kommt, ist einfach nur noch der Kern der Kirsche auf dem Sahnehäubchen vom Schokoladeneis. Keine Ahnung, was das ist. Im chinesischen Fernsehen ist es nämlich verboten, sämtliche Filme, Serien oder sonstiger Art von Thematisierung von Zeitreisen auszustrahlen. What the... Oh, come on, China, wirklich? Zeitreisen? Ihr habt genug Sachen verboten. Aber Filme, die über Zeitreisen sind? Warum? Tja, begründet wird es damit, dass man befürchtet, dass es die chinesische Geschichte und Kultur in den Dreck zieht. Ich habe aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Manchmal habe ich auch einfach das Gefühl, dass die so Brettspiele haben mit so Begriffen und Verben und Begründungen, womit die, keine Ahnung, ihre Gesetze entwerfen. So, die werfen so ein paar Würfeln und dann steht da so Zeitreisen und TV. Gut, und dann die Begründung, Geschichte und jetzt noch ein Verb. Verschmutzen.
neuer Gesetz ist in China entstanden. Und nun unser letzter Filmfakt zu dem allseits bekannten James Bond. Und zwar eine sehr krasse Sache, finde ich persönlich auch sehr krass. In den 50 Jahren, in denen es James Bond gibt, wurde er erst zweimal angeschossen. Und das zweite Mal ist erst vor kurzem passiert, in dem allerneuesten Film Skyfall. Das erste Mal war übrigens bei dem Film Fireball. Das bedeutet, dass entweder James Bond sehr krass ist oder einfach sämtliche Leute, mit denen er jemals zu tun hat, einfach nicht schießen konnten, weil 50 Jahre, einfach so, der Bösewicht ist so zu Hause, er so, Leute, kommt schon, ich, 50 Jahre gebe ich euch Zeit, trifft ihn mal wenigstens. Der Typ, der ihn getroffen hat, bestimmt voll die Lohnerhöhung bekommen. Ja, aber direkt. So, Digga, du hast ihn getroffen? Digga, ich hab ihn getroffen. Bevor das war's mit der heutigen Folge Film Geek. Wir machen demnächst wieder eine Folge Ask Jay und Aria. Also falls ihr Fragen an uns habt, dann schreibt sie uns. Ja, das könnt ihr auch machen unter dem Hashtag Ask Jay und Aria in den YouTube-Kommentaren. Oder auch links und rechts von uns findet ihr unsere Instagram- und Twitter-Accounts. Da könnt ihr das auch machen. Oder auf Facebook in unserer Videobeschreibung. Ansonsten vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, ansonsten... Nein, du hast mein... Leben ruiniert! Was?